Hi Leute und willkommen zum neuen Video von mir. Ich habe meinen kompletten Channel gelöscht und will jetzt neu anfangen. Das heißt regelmäßige Videos. Hoffe ich zumindest. Ja, und da fange ich heute gleich an mit einem Mod-Review von dem Star Wars Mod. Der ist zwar nur für die Minecraft 1.7.2, ganz einfach für Forge, aber man muss sich eben nicht bei Mediafire anmelden oder so ein Scheiß. Genau, ich werde den Mod verlinken. Und so, und das Texture Pack. Genau, und meine anderen Mobs, die... Ich sag schon Mobs. Nein, Mods, die ich noch habe. Eigentlich nur der Marsh Indicators Mod, den man einfach sieht, wie viel Leben diese Viecher noch haben. Ja, und der Not Enough Items Mod. Eigentlich das gleiche wie der Too Many Items Mod, aber nach meiner Meinung etwas besser. So, also dieser Mod ist ziemlich, ne, umfangreich auch, aber er hat meinen Computer oft zum Abstürzen gebracht. Ich wollte dieses Video schon so oft fertig machen und da ist er mir immer abgestürzt. Und da vorne haben wir auch die ersten paar Klone. Hallo? Attack on the lookout. On the lookout. Die machen on the lookout. Standing, standing by. Moving out. Ah, moving out. Standing by. Standing by. Das ist ein Schmuggler. Nee, das ist auch ein Zivilisator. Es gibt auch Schmuggler, die sehen genauso aus. Ja, Schmuggler gibt's. Und das ist ein Sith. Gehen wir doch rüber zu den Klonen. Ich will hier mal zeigen, was dann passiert. Oh ja. On the lookout. Attacking. On the lookout. Und ja, es gibt jede Menge neue Spawn-Eggs. Unter anderem auch ein Aschaba-Schneegolem, der dann für die Republik kämpft. Moment. Genau so. Unnötig. Naja, das war das. Eben jede Menge neue Spawn-Eggs, neue Mobs und neuer Lichtschwerter und neuer Waffen. Ich liebe diesen Anzug. Ja, ja, genau. Ja. So. So, egal, ich bin jetzt hier die gleich. Und ich nehme natürlich auch noch einen hübschen Blaster. Ist das der? Nee, das ist der falsche. Der. Und dann wähle ich doch erstmal meine Seite. Jedi. Jedi. Dann. So, wo ist der liebe Sith? Du, Sith. Sith. Ach, dann gehe ich eben zu dem Druidika da hinten. Ah, da sind auch welche. Erstmal diesen Sith. Oh, nee, erstmal der Kopfdruide. Also, das ist sehr langweilig.
Also es gibt wahnsinnig viele neue Mobs. Ich bin nur euer Feind. Es gibt auch wahnsinnig viele neue Ärzte und so. Und das ist ein Magnawächter. Hallo. Wir haben 250 Leben. Also das wird jetzt langweilig werden für euch. Was ist das für ein Typ? Das ist ein Schmuggler. Endlich ein Schmuggler. Naja. Tja, ich bin sehr sozial. Und es ist... Moving out. On the lookout. Attacking. Attacking. Moving out. Wenn ich jetzt... On the lookout. Moving out. On the lookout. Attacking. Moving out. Ich finde das cool an diesen Mods, dass die wirklich auch so... intelligent sind, sag ich jetzt mal. Und es gibt neue Erze. Und es wie genau. Also, mal dorthin, das ist auch sehr realistisch. Oh, ich bin schnell 5. Ja, das ist eigentlich noch nicht das, was ich euch so wirklich hab. Ja, hart zeigen will. Oh, schon Level 6. Komisch. Ich glaube, das gehört nicht zu dem Mod, also. Oder? Ja, es ist irgendwie so ein komisches Gebilde. Ich dachte schon irgendwie. Es würde mich freuen, würde ich jetzt noch ein paar Level. Seite wechseln, wenn du irgendwo in der Nähe von Feinden bist. Das ist natürlich feige dann, aber ja. Ist klar? Bei dir? Attacking. Jo, sehe ich auch so. Na. Standing by. Wenn du jemanden angreifen willst, dann gebe ich dir immer so einen schönen. Moving out. Roger. Genau, also der hat 20 Leben und Kampfhund hat nur 15 Leben. Ich weiß aber noch nicht, warum ich jetzt das Level bekommen will. Genau. So. Mal sehen. Ich glaube, das reicht auch erstmal. Vielleicht noch die Sith noch einmal. Aber es kommt gleich noch eigentlich das Spannende an diesem Mod, okay? Also. Das ist eigentlich nicht gedacht. Das ist Jedi.
Jetzt ist es ausschalten, aber... Naja, da... Stattdessen wird man sich selber... das dürfte jetzt reichen. Lass mal den ganzen Müll hier entsorgen. Nein, jetzt habe ich mal das Blaster-Ammo-Zeug weggetan. Egal, also, jetzt kommt eigentlich das Coole daran. Kommunikator. Sieht noch alles total normal aus. Komm, Link. Und ich will mal so einen Piloten. Pilot, hallo. Hübsches Raumschiff übrigens. Und ich will nach Tatooine. Eigentlich dachte ich, wenn ich jetzt Level aufsteige, dann kriege ich mehr Planeten, aber naja. So, und das sind keine AT-ATs, das sind... Das hier sind Taskenräuber. Hallo. Und das ist ein ganz anderes. Oh, hübsch. Ja, also, es gibt hier echt auf diesem Planeten viel, was ich nicht erwartet hätte. Es gibt wirklich auch Sala-Gruben, also zum letzten Teil, also, ja. Es gibt Dörfchen. Ah, da ist eine Sala-Grube. Eklig, ne? Und, naja, ist eben schön, wenn du mit dem auch leben. Und ich will da jetzt nicht reingehen, denn sonst zerstört man selbst einen Creative Mode. Stattdessen nehme ich mal einen Kampfdruiden als Versuchsperson. Das war's schon. Da unten stirbt man sofort eigentlich. Ach, und hier ist ein Dorf. Hier, die Dörfer werden eigentlich nur von Klonen eben überwacht und so. Es gibt auch noch Taskendörfer und alles mögliche. Aber wenn ich jetzt hier zu lange rumlabere, dann stürzt mir gleich mein Computer wieder ab. Sieht schon halb so aus. Naja. Und bevor ich jetzt irgendwie, ja, wieder neu anfangen muss, sag ich jetzt einfach ciao. Hoffentlich hat euch das gefallen. Ich werde den Mods verlinken, wenn ihr es toll fandet. Ja, genau. Also, ciao.